Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns eine neue Errungenschaft unter Wunder der Welt an, die versteckt ist bis zu dem Zeitpunkt, an dem man sie freischaltet. Die Errungenschaft heißt Vorsicht, bissiger Hund. Besiege einen brüllenden Garm. Und kann sein, dass viele von euch diese Errungenschaft schon zufällig abgeschlossen haben. Ich habe aber mal ein bisschen recherchiert und es ist gar nicht so einfach, die zu machen. Meine Empfehlung an euch ist, hier in die Sphäre zu gehen. Hof des tiefen Schlafs in Inazuma, die befindet sich auf der Insel Sairai ganz hier oben in der Höhle. Also dafür müsst ihr entweder beim Teleportationspunkt quasi nach unten gehen oder ihr geht von diesem Teleportationspunkt aus durch diesen kleinen Eingang. Zwar hier. Genau. Also hier ist der Teleportationspunkt und dann müsst ihr einfach nur hier nach rechts hinter dieses Gebüsch gehen und direkt hier ist die Sphäre. Und ja, was muss man hier machen? Also die Sphäre eignet sich vor allem deswegen so gut, zumindest die Sphäre auf Stufe 90. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob hier überhaupt ein großer Garm drin ist. Doch, tatsächlich auch, genau. Ich mache es jetzt immer auf Stufe 90 tatsächlich. Also ich farm die Sphäre tatsächlich auch momentan. Und ich zeige es euch jetzt einfach mal auf der Stufe, aber theoretisch funktioniert das immer überall, wo mindestens ein Garm und ein Garm-Welpe ist. Also kann auch sein, dass es in anderen Sphären gut funktioniert. Und im Endeffekt gibt es zwei Methoden. Also ich weiß nicht, ob die eine Methode nicht vielleicht sogar gefixt wurde, weil das hört sich für mich ehrlich gesagt eher wie ein Bug an. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie das gefixt haben. Auf jeden Fall ist es so, der große Garm macht dieses Brüllende, also dieses Brüllen, was in der Errungenschaft beschrieben wird, das macht er nur, und allein schon deswegen ist die Errungenschaft relativ schwierig tatsächlich durch Zufall zu bekommen, wenn noch ein Garmwelpe in seiner Nähe ist. Wenn du alle Garmwelpen besiegst, bevor du den Garm besiegst, dann kannst du diese Errungenschaft nicht kriegen, weil wenn die Garmwelpen weg sind, dann macht der Garm seinen Brüllen nicht mehr. Und wie gesagt, es gibt im Endeffekt zwei Methoden, diese Errungenschaft abzuschließen. Die erste Methode, die leichte Methode, die ich auf Reddit gesehen habe, kann aber sein, dass sie gefixt wurde, weil der Reddit-Beitrag ist 6 Monate alt, ist folgende. Und zwar, wenn der Garm brüllt, dann sofort Escape und Sphäre verlassen und dann kriegt man die Errungenschaft. Angeblich. Ich habe es nicht ausprobiert, ich habe sie auf herkömmlichem Weg bekommen, aber das soll wohl angeblich funktionieren. Also sobald man sieht, dass der Garm brüllt, also das heißt, man kämpft im Endeffekt gar nicht, man wartet einfach nur, dass der Garm das Brüllen anfängt und dann geht man raus. Und das andere ist natürlich, den Garm tatsächlich Lowlife zu machen, dass man ihn jederzeit mit einem oder eine Attacke besiegen kann, warten bis er brüllt und ihn dann halt volle Kanne angreifen, damit man ihn dann in diesem Moment besiegt, indem er brüllt. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Also erstmal spawnen hier nur Garmwelpen. Das heißt, die können wir natürlich besiegen, weil ja, jetzt haben wir gar keinen Garm draußen, der brüllen könnte, den man besiegen könnte, während er brüllt. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass der spawnt. Und da ist er. Und jetzt haben wir aber auch noch ein paar Garmwelpen. Und jetzt muss man dann im Endeffekt einfach nur gucken, dass man ihn halt, wie gesagt, Lowlife macht. Und das Brüllen muss ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Und zwar ist das relativ leicht zu erkennen. Genau. Na. Das ist es. Habt ihr es gesehen? Es dauert nicht sehr lange, ja, aber man hat auch wirklich 1-2 Sekunden Zeit, das zu schaffen. Also wie gesagt, man muss ihn ja dann quasi low machen. Und genau in dem Moment, wo er dann nochmal brüllt, muss man ihn besiegen. Es ist halt aber echt tricky, dass man die Welpen nicht besiegt, weil die meisten Fähigkeiten in Genshin Impact sind ja AOE. Das heißt, man macht mehreren Gegnern auf einmal Schaden. Und das heißt, es ist schwierig, die Garmwelpen nicht zu besiegen und zeitgleich aber den Garm Lowlife zu machen. Ihr seht jetzt hier schon, ich habe tatsächlich nur noch 2 Garmwelpen, die am Leben sind. Und die sind tatsächlich auch beide Lowlife. Ja? Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. Vor allem mit so Fähigkeiten wie Kasua sollte man wahrscheinlich einfach darauf verzichten, weil die einfach zu viel Area of Effect haben. Und genau. Und worauf man natürlich auch aufpassen muss, da wäre es jetzt auch wieder gewesen, das Brüllen, worauf man natürlich auch noch aufpassen muss, ist die Tatsache, dass dieser Blutungsschaden, den man hier die ganze Zeit bekommt, der macht das ganze Team Lowlife und der macht echt viel Schaden. Das muss natürlich auch einfach aufpassen, dass man nicht besiegt wird. Das ist natürlich das Nächste. Aber ihr seht schon, wenn man halt ein bisschen drauf aufpasst, die Garmwelpen leben jetzt immer noch. Der Garm ist mittlerweile sehr niedrig. Das heißt, noch ein paar Fähigkeiten. Am besten halt, wie gesagt, echt so... Oh, meine Hutao hat es jetzt fast erwischt. Ja, ich bin jetzt kurz davor, besiegt zu werden tatsächlich. Aber man kann natürlich auch einfach ein bisschen Nahrung reinballern. Genau. Jetzt wäre so der Punkt, jetzt ist er ultra low. Jetzt hat er gerade noch einmal gebrüllt. Kann sich natürlich auch seine Teleportationsfähigkeit ein bisschen zunutze machen, weil die trennen sich ja sehr oft. Die Garme. Genau. Jetzt wäre es soweit. Oh, jetzt hat er gerade gebrüllt, aber die Animation wurde irgendwie geskippt. Keine Ahnung, was das war.
Als müssten wir ihn eigentlich mit einer Shingshou eh besiegen. Das heißt, wenn er jetzt nochmal brüllt. Genau. Jetzt müssten wir die Errungenschaft bekommen haben. Ich habe sie natürlich schon. Also ich kann sie nicht nochmal kriegen. Aber ja, das wäre es im Endeffekt gewesen. Also muss man halt ein bisschen taktisch vorgehen, wie gesagt. Oder man macht halt die leichte Methode. Man sieht das Brüllen und klickt Instant Escape und Verlassen. Ob das noch funktioniert, kann ich jetzt leider nicht testen. Ich schätze mal schon. Einfach ausprobieren, wenn nicht. Naja, was sind das? 20 Sekunden, die man dann fälschlicherweise investiert hat. Aber wie gesagt, auf den herkömmlichen Weg funktioniert das Ganze natürlich auch. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Kommt halt auch auf die Helden an. Mein Team war dafür jetzt nicht so gut geeignet, aber ich wollte es euch natürlich auch zeigen einfach. Und ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Ciao, ciao.